Hast du schon gewusst, dass der Boas und der Benaja, unsere lizenzierten Therapiehunde, bei jedem Gespräch mit dabei sind? Und hast du gewusst, dass sie nicht nur herzig und flauschig aussehen und sind, sondern auch Trost schenken und Sicherheit geben? Und hast du schon mal überlegt, was ein Kind macht, wenn wir nach einem Gespräch wieder gehen? Oder noch wichtiger, hast du dir auch schon mal überlegt, wie ein Kind oder eine Familie überhaupt darauf aufmerksam wird, dass der Boas und der Benaja könnten eine Möglichkeit sein für eine Begleitung? Ich bin Evelyn Arn, Mitglied der Geschäftsleitung, und ich möchte euch präsentieren, etwas, das wir schon mega lange darauf gewartet haben, ein mega Geschenk, das genau diese Fragen wird beantworten. Und ich nehme euch jetzt ganz schnell mit, die abholen. Ich darf euch unsere treuen Begleiter heute als Plüschtier präsentieren. Der Boas und der Benaja, wie ihr seht, mit einem Nametag, wo auch unsere Webseite drauf steht. Die beiden dürfen wir in Zukunft Kinder und Jugendliche, die wir begleiten, abgeben, als weiterhin Trostspender, wenn wir nicht mit ihnen unterwegs sein können. Wir haben aber dadurch auch die Möglichkeit, die zwei Kinder und Jugendliche in Not abzugeben, durch andere Fachpersonen, sei das die Polizei, Sanitäter, Lehrpersonen, wer auch immer euch da in den Sinn kommt. Und somit können die Personen, die zwei Hunde oder einen davon, einem Kind in Not abgeben und somit darauf hinweisen auf das Angebot von uns, mit unseren zwei Therapiehunden. Damit in Zukunft möglichst viele Kinder in Not darauf aufmerksam gemacht werden, dass die zwei auch in echt mit ihnen unterwegs sind, brauchen wir deine Hilfe. Ab sofort kannst du die zwei auf unserer Webseite spenden für ein Kind in Not. Bist du dabei? Psst. Und wenn du selber mit einem von diesen Beinen möchtest kuscheln, du darfst noch auch für dich selber bestellen. Psst.